Der nach ihr benannte Utter-Bock-Preis für Zivilcourage wird jährlich von SOS Mitmensch an Personen und Organisationen verliehen, die im Bereich der Zivilcourage etwas Besonderes leisten und sich mit besonderem Engagement für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen. Dieser Preis soll einerseits eine Anerkennung für die geleistete Arbeit sein, andererseits soll er eine Öffentlichkeit für wichtige Menschenrechtsthemen herstellen und die gesamtgesellschaftliche Relevanz der Menschenrechte vermitteln. Utter-Bock war die erste Preisträgerin und verliehen wurde der Utter-Bock-Preis für Zivilcourage bisher noch an folgende Personen und einige davon sind heute hier anwesend. Gertruda Hennefeld, Winzipfarrer Wolfgang Pucher, der Sozialarbeiter Bülent Östoplu, die Plattform Gerechtigkeit für Scherbani Wague, Lefö Ehe ohne Grenzen, die Bleiberechtsplattform Oberösterreich, Elias Birdl, Robert Zahl und vier weitere Flüchtlingsaktivistinnen, der Polizist Uwe Seiler, Refugees in der Votivkirche, der Verein Flucht nach vorn, der Flüchtlingshelfer Siegfried Stupnik, Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann und Refugee Convoy. Und für die Ankündigung. Und für die Ankündigung der diesjährigen Preisträgerin und des Preisträgers bitte ich nun Alexander Pollack auf die Bühne. Ja, als ich vor etwas mehr als 7 Jahren die Stelle als Sprecher von SOS Mitmensch übernommen habe, war eine meiner ersten Handlungen ein Besuch bei der Frau Bock. Damals in ihrem Zwischenquartier im 2. Bezirk in der Kamenitergasse. Und ich kann mich erinnern, ich habe ein unaufgeräumtes Büro betreten, voller Kartons, wo Spenden drinnen waren. Zwischen den Kartons ist ein Kater herumgewandelt. Ich habe einen Schreibtisch gesehen, ebenfalls recht unaufgeräumt, mit viel Papier, Stapeln von Akten. Und ich habe eine Frau getroffen, die zwar ein bisschen abgearbeitet gewirkt hat, aber trotzdem voller Energie gesteckt hat und diese auch ausgestrahlt hat. Und mir war sofort klar, in diesem Büro arbeitet nicht die Frau Bock, sondern sie lebt 24 Stunden unbeirrbar für Menschlichkeit in diesem Büro. Und das hat mich auch sehr inspiriert, vor allem, weil sie wirklich die allerletzte Hilfsinstanz war für die Menschen, die von anderen Institutionen und vor allem vom Staat abgewiesen bzw. im Stich gelassen wurden. Ja, es ist sehr schmerzvoll, dass die Frau Bock nicht mehr unter uns ist. Es ist auch sehr schmerzvoll, heute zum ersten Mal den Utter-Bock-Preis für Zivilcourage zu übergeben, ohne der Anwesenheit von der Frau Bock. Es ist aber nicht so, dass uns die Frau Bock ganz verlassen hat. Der Verein Utter-Bock und das Team dort leistet weiter sehr wichtige Arbeit. Die Frau Bock hat vielen tausend Menschen Schlafplätze, Adressen und vor allem auch Hoffnung gegeben. Auch in diesen Menschen lebt sie weiter. Ihre unbeirrbare Menschlichkeit war und ist für viele Menschen Mutmacher und Inspiration. Und auch den Utter-Bock-Preis für Zivilcourage wird es weitergeben. Und damit wollen wir auch in Zukunft mutigen Menschen, couragierten Initiativen den Rücken stärken. Ja, der Utter-Bock-Preis für Zivilcourage gehört seit 20 Jahren zum Herzensanliegen von SOS Mitmensch dieses Jahr ganz besonders. Die Preisentscheidung trifft unser Vorstand, der sich immer sehr intensiv darüber Gedanken macht, wem wir ins Scheinwerferlicht rücken wollen, wem wir stärken wollen. Und der Vorstand von SOS Mitmensch hat sich entschieden, heuer den Preis an 2 Menschen zu vergeben, die Dinge miterleben mussten, die in ihrer Schrecklichkeit für viele von uns unvorstellbar sind und hoffentlich unvorstellbar bleiben. Sie haben am eigenen Leib erlebt, welche katastrophalen, verbrecherischen und mörderischen Folgen ein sich aufschaukelnder Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus haben. Sie haben dennoch die Kraft und den Mut gefunden, für Aufklärung und Menschlichkeit einzutreten.
Und sie tun seit vielen Jahren etwas unermüdlich, was gerade heute in einer Zeit, in der Populisten und Rechtsextreme in Österreich in Machtpositionen sind, besonders wichtig ist. Sie vermitteln Wissen um Geschichte, sie vermitteln Wissen um geschichtliche Zusammenhänge, sie vermitteln Wissen über das Entstehen und die schrecklichen Folgen von massivem Unrecht. Sie vermitteln Wissen über die unschätzbare Bedeutung von kritischem und vor allem selbstkritischem Nachdenken und von Demokratie und Menschenrechten. Und sie tun das alles in einer ganz besonderen Weise, die in Zukunft verloren zu gehen droht, nämlich mit einem konkreten Gesicht, mit einer lebendigen Biografie und auf Grundlage von persönlichen Erfahrungen. Sie stehen stellvertretend für jene Zeuginnen und Zeugen der Nazizeit, die gegen das Verdrängen und das Vergessen ankämpfen, die mit ihrer Aufklärungsarbeit sehr viel bewegt haben und die mahnende Stimmen gegenüber einer Politik sind, die sich zunehmend von rückwärtsgewandten Strömungen beeinflussen lässt. Ich will Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich darf jetzt Helga Feldner-Bustin und Rudolf Gelbert gemeinsam mit dem Autor Doron Rabinovici und dem Vorsitzenden von SOS Mitmensch Max Koch auf die Bühne bitten. Ich freue mich sehr, dass wir den Autor Doron Rabinovici dafür gewinnen konnten, die Laudatio für die beiden Preisträgerinnen und Preisträger zu halten. Ich bitte Doron. Helga Feldner-Bustin sagt: In der letzten Zeit bin ich als Zeitzeugin sehr gefragt, da wir immer weniger werden. Ja, Helga Feldner-Bustin und Rudi Gelbert gehören zu den allerletzten Zeugen, die immer weniger werden, und sie waren von Anfang an nicht so viele. Von den 65.000 Wiener Juden, die zur Vernichtung deportiert wurden, überlebten bloß etwa 2.000. Von diesen wenigen starben manche früh an den Folgen der Barbarei, und viele schafften es nicht zurück in eine gesicherte Existenz. Nur Einzelne waren überhaupt imstande, das eigene Leid in Worte zu fassen, und kaum irgendeiner dieser letzten Zeugen ist noch unter uns und vermag es, öffentlich zu erklären, was letztlich unbegreifbar bleibt, denn sie selbst wussten doch damals kaum, wie ihnen geschah. Seit Auschwitz heißt den Tod fürchten, Schlimmeres fürchten als den Tod, schrieb Theodor Adorno. 9 Jahre war Helga Feldner-Bustin alt, da wurde sie aus ihrer Schule verwiesen. Rudi Gelbert war gar erst 7. Aus dem Tafelklassler wurde ein Untermensch. Aus dem Volksschüler wurde ein Volksfeind. Sie waren nun vogelfrei. Die Hetze wurde hierzulande nicht erst von Deutschland importiert. Der Hass musste nicht verordnet werden. Rudi Gelbert erzählt, wie die jüdischen Kinder von der Hitlerjugend geschlagen und mit Steinen beworfen wurden. Helga und ihre Schwester Elisabeth galten als sogenannte Mischlinge. Ihre Mutter konvertierte 1931 zum Judentum, und selbst nach 1938 weigerte sich diese mutige Frau, den Übertritt rückgängig zu machen. Sie ließ ihre Familie nicht im Stich. Sie riskierte ihr Leben, um das der ihren zu retten. Helgas Vater wurde nach Buchenwald und Auschwitz deportiert.
Helga, ihre Schwester und ihre Mutter mussten 1943 nach Theresienstadt. Rudi Gelbert wurde bereits 1942 mit seinen Eltern dorthin verschleppt. Helga Feldner-Bustin und Rudi Gelbert sowie ihre beiden Eltern entrannen der Vernichtung. Sie wurden befreit, doch das, was ihre Kinderaugen sehen mussten, gibt sie bis heute nicht mehr frei. Feldner-Bustin ist nach 1945 Ärztin geworden. Ist es Zufall? Sie, die ermordet hätte werden sollen, widmet sich dem Leben anderer. Wie oft wird sie wohl in ihrem Beruf auf Kranke gestoßen sein, die unter ihrer Achsel noch die Tätowierung der SS mit sich herumtrugen? Wer ihre Reden hört, bewundert ihren klaren Geist und ihre feine Ironie, mit der sie von der Verfolgung spricht. Sie ruft uns zur Toleranz auf und zur Empathie für Flüchtlinge. Sie mahnt Solidarität für Asylsuchende ein. Sie warnt vor jenen, die wieder Hass predigen. Sie wendet sich gegen die Ungerechtigkeit. Sie geht zu den Kindern, zu den Jugendlichen und schärft ihnen ein, nicht in Verallgemeinerungen zu verfallen, sondern den einzelnen Menschen zu sehen, den Mitmenschen. Helga Feldner-Bustin ist eine Herzspezialistin in jeder Bedeutung des Wortes. Beide sind gebrannte Kinder. Sie haben die Mordbrenner am eigenen Leib kennengelernt. Sie fürchten sich dennoch nicht, sie auch heute noch zu bekämpfen. Seit 1945 tritt Gelbert gegen die einstigen Schergen und die neuen Geschichtsleugner auf. Nimmer müd hält er Vorträge und geht in Schulen. Er fehlt bei keiner Demonstration. Im Burgtheater war er einer der letzten Zeugen. Beharrlich redet er gegen Antisemitismus, ob von rechts oder von links. Er stellt die Neonazis. Er scheut nicht davor zurück, selbst solchen Schlägern wie Küssel seine Meinung entgegenzuschleudern. Er ist eine wandelnde Enzyklopädie und ein Aktivist zugleich. Seit Jahren bitte ich ihn, sich zu schonen. Doch er lächelt mich da nur an. Für ihn kann es keinen Urlaub geben. Vor einigen Monaten lag er im Krankenhaus und ich suchte ihn dort auf. Als ich ankam, wurde mir mitgeteilt, Professor Gelbert sei nicht da, er sei antifaschistisch unterwegs. So ist er immer jung. Denn der Judenbub aus Theresienstadt steckt ihm immer noch in den Knochen. Heute sind wir hier, um Helga Feldner-Bustin und Rudi Gelbert mit jener Auszeichnung zu ehren, denen Namen der eben vor zwei Tagen verstorbenen Ute Bock trägt. Sie wusste besser als irgendein anderer, dass Verfolgung und Massenmord noch lange nicht Erscheinungen der Vergangenheit sind. Ute Bock erfuhr täglich, was die Erinnerungen der Zeitzeugen beweisen. Dem physischen Mord ging der Soziale voran. Die Vernichtungslager fielen nicht vom Himmel und die Rassengesetze gründeten auf einer Politik der Ressentiments, die Jahrzehnte vorher begonnen hatte und mit der heute wieder Wahlen gewonnen werden können. Die Hetze ist noch lange nicht überwunden. Sie richtete sich oft gegen Ute Bock selbst und gegen ihre Arbeit, gegen Solidarität und Empathie mit den Opfern. Die Scharfmacher sitzen heute in der Regierung. Niemand geringerer als der Innenminister dieses Landes bewies neulich wieder, was jene Untaten, die Helga Feldner-Bustin und Rudi Gelbert in Theresienstadt durchlitten, mit dem zu tun haben, wie in unserer Gegenwart gegen Flüchtlinge Stimmung gemacht wird. Konzentrierter hätte dieser Herr nicht darlegen können, welchem Ungeist er nachhängt. Helga Feldner-Bustin und Rudolf Gelbert warnen in Videobotschaften vor Koalitionen mit den Rechtsextremen. Sie protestieren gegen den Pakt mit den Freiheitlichen. Kaum war der Clip von Rudi Gelbert online,
brach ein Sturm des Hasses gegen ihn los. Die Reaktionen beweisen, wie recht er mit seinen Warnungen hatte. Heute überreichen wir den Preis, der nach Ute Bock benannt ist, an Helga Feldner-Bustin und Rudolf Gelbert. Sie erhalten die Auszeichnung just in dem Moment, da wir um diese Wiener Jeanne d'Arc der Menschenrechte, um die säkulare Mutter Teresa Österreichs trauern. Sie fehlt uns sehr. Wir geben Ihnen damit das Versprechen ab, Ihre Erinnerung hochzuhalten, das Engagement fortzusetzen, den Kampf gegen den Hass und für eine Welt der Vielfalt weiterzuführen, selbst dann, wenn Ihre Kräfte nachlassen sollten. Sie gehören zu den allerletzten Zeugen, sie werden immer weniger und sie waren von Anfang an gar nicht mehr so viele. Aber Helga Feldner-Bustin und Rudi Gelbert waren seit jeher einzigartig. Sie sind uns alle beide auf ihre eigene und unverwechselbare Weise ein Vorbild, sind Menschen, sind buchstäblich Mitmenschen, weil sie mit den Menschen leben und zu den Menschen halten, zumal in dieser Zeit, da die Scharfmacher der Unmenschlichkeit in diesem Land und nicht nur in diesem Land triumphieren, zeigt sich, die Parolen und die Ziele des Lichtermeers haben nichts an ihrer Gültigkeit verloren. Heute sehen wir, wie recht ihr, Helga Feldner-Bustin und Rudi Gelbert, immerzu hattet vor den Gefahren für die Demokratie und den Rechtsstaat, ja für das geeinte Europa zu warnen. Es war deshalb nie richtiger und nie wichtiger denn jetzt, euch zu ehren und für euer lebenslanges Engagement zu danken. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir zu den Reden kommen, möchte ich nur kurz erwähnen, der Ute-Bock-Preis für Zivilcourage ist mit 7.000 Euro dotiert. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich an den Sponsoren, die RD Foundation Vienna, Ingrid und Christian Reder und Dr. Ariel Musikant, Organisation der Statuen Johannes Silveri, Sponsoring der Materialkosten Natascha Kampusch. Frau Feldner-Bustin, Sie haben mich darum gebeten, dass ich Ihnen ein paar Fragen stelle, weil Sie gesagt haben, bitte bleib, weil Sie gesagt haben, Sie haben keine Rede vorbereitet, aber es fehlen mir Worte, um das zu beschreiben oder um das zu formulieren, was ich Ihnen gern alles fragen wollen würde, um ehrlich zu sein. Ich sage mal was zu der Ortsbeugung. Bitte, sehr gern ein Mikro. Ich habe ein paar Mal mit der Ute Bock telefoniert und einmal habe ich sie persönlich kennengelernt und ich muss sagen, sie hat mir unerhört imponiert. Sie hat ein eigenes Charisma gehabt, nicht so eins wie unsere Anzugträger, sondern ein echtes Charisma. Es ist von ihr etwas ausgestrahlt. Sie war schon sehr beschädigt, wie ich sie kennengelernt habe.
aber sie hat noch so diese eigentümliche Mischung von Mutter Teresa mit einem super Vorspruch gehabt. Und das war faszinierend. Und ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme, diesen Preis zu kriegen, denn was ich mache, ich gehe halt in die Schulen und versuche, unten anzusetzen, also bei den Kindern, aber nicht bei den zu kleinen Kindern. Die 13-, 14-Jährigen sind noch sehr jung, sind leicht zu beeindrucken, aber es bleibt nichts. Aber besser sind die Matura-Klassen natürlich und die pädagogischen Akademien. Und manchmal denke ich mir, wozu tue ich mir das an? Es ist wahnsinnig anstrengend und ich bin nicht mehr so ganz benannt, wie ich gern wäre. Aber dann ist es wieder so, dass ich glaube, dass es wesentlich ist, dass die Kinder erfahren, wie es ist, beziehungsweise wie es war, wenn man ein Empfänger der Diskrimination war und wie man sich da fühlt, wenn man als Kind, ich war damals 9 Jahre alt, ausgegrenzt wird und immer tiefer und tiefer in die Vorstellung gedrängt wird, man ist ein Untermensch, man darf nicht mehr mit der Straßenbahn fahren, was auch ganz furchtbar für ein Kind ist, man muss einen Stern tragen. Das ist so furchtbar gewesen und das versuche ich den Kindern nahezulegen, sich in die hineinzuversetzen, die jetzt ein Kopftuch tragen oder eine schwarze Haut haben und die sich ihre Eltern auch nicht ausgesucht haben und sich auch nicht ausgesucht haben, wo sie auf die Welt gekommen sind. Das versuche ich. Und manchmal muss ich mich mal sehr zusammennehmen und dann gehe ich aber doch und rede mit den Kindern. Und ich weiß nicht, ob aus was der Ute Bock-Preis sonst noch besteht. Das ist eine gute Frage. Nein, weil... Das habe ich, genau, das ist, wie ich es erwähnt habe, aber... Das ist eine Dotierung mit 7.000 Euro. Davon kriege ich die Hälfte. Nehme ich mal ja, an. Moment, aber die nehme ich nicht für mich, sondern die gebe ich zu einer Organisation, die ich sehr schätze. Der heißt Shalom Aleikum. Und das ist eine jüdische Organisation, da sind einige Damen und sie werden auch subventioniert und die haben, glaube ich, so circa 100 Flüchtlinge und es ist ihnen jetzt schon das Geld ausgegangen und sie sind sehr dankbar, wenn sie das kriegen. Und das finde ich richtig, dass die das kriegen. In diesem Sinn bedanke ich mich herzlich. Vielen Dank, Frau Feldner-Büsten. Frau Feldner-Büsten, meine Damen und Herren. Herr Gelbert, wie Sie möchten. Sie können zum Pult, Sie können auch hier natürlich. Das ist von Herrn Bundespräsidenten, das nehme ich mit. Liebe Freundinnen und Freunde, danke für den Ute Bock-Preis. Ich bin wirklich sehr berührt. Nochmals danke. Der Historiker Helmut Auerbach vom Institut für Zeitgeschichte in München, übrigens meiner Meinung nach das beste Institut für Zeitgeschichte in deutscher Sprache, sagte über die Holocaust-Verharmlosung: Jede Rechtfertigung der nationalsozialistischen Herrschaft geht auf Kosten der Menschenwürde aller derer, die unter ihr gelitten haben.
In der Ausgabe Juli-August 2015 veröffentlichte die Zeitschrift der Freiheitlichen Akademiker, die Aula, einen Beitrag, der KZ-Überlebende als Massenmörder und Landplage beschimpfte. Wir ehemaligen KZ-Häftlinge haben deshalb die Aula sofort geklagt. In meiner Klage heißt es, durch die Äußerungen in der Aula fühle ich mich persönlich betroffen. Ich werde mitsamt aller anderen KZ-Überlebenden pauschal als Verbrecher und Krimineller bezeichnet. Verschiedene Gerichtsinstanzen, es war ein langer Weg, haben unsere Klage geprüft und die Aula letztendlich verurteilt. Und die Aula musste im April 2017 einen Widerruf veröffentlichen. Ich zitiere aus der Aula: Wir haben in der Ausgabe Juli-August 2015 der Aula die falsche Behauptung verbreitet, die ehemaligen Häftlinge, Befreiten des KZ Mauthausen, dessen Nebenaußenlager oder anderer Konzentrationslager, seien Massenmörder und oder für die Bevölkerung eine Landplage gewesen und oder haben das Land raubend und plündernd, mordend und schändend geplagt und schwerste Verbrechen begangen. Wir widerrufen hiermit diese Behauptungen als unwahr, und zwar Dr. Manfred Werner Duswald, der so einschlägig über Jahrzehnte bekannt ist, und Magister Martin Pfeiffer, der Chef des Aula Verlages. Und nun möchte ich kürzest zur Frage die Aula und die FPÖ Stellung nehmen, und zwar zur Doppelzüngigkeit der FPÖ. In der Jubiläumsnummer der Aula, 60 Jahre Aula, finden sich sehr viele Gratulationsbriefe von FPÖ-Politikern. Ich greife nur zwei heraus. Heinz-Christian Strache schreibt: Die Aula war immer ein im besten journalistischen Sinne unbequemes Medium, das sich nicht vor Kontroversen gescheut und sich nie dem Zeitgeist, woher auch immer er wehen möchte, untergeordnet hat. Dennoch feiert die Aula ihr 60-jähriges Bestehen, zu dem ich herzlich gratuliere. Und ich hoffe, dass noch viele weitere Jahre folgen mögen. Wir hören ja immer von der Distanzierung vom Nationalsozialismus. Johann Gudenus Junior ist noch direkter. Er schreibt: Ich gratuliere der Redaktion zu ihrer standhaften, auch in der rauen See und wünsche den Kameraden weiterhin viel Erfolg. In der Aula-Ausgabe, die auf die Beschimpfung der KZ-Überlebenden folgte, und das sind jetzt die Fakten, wurde das Neonazi-Nahe-Magazin von der FPÖ-Spitze förmlich mit Inseraten überhäuft. Ich kürze das alles. Auch später, zum Beispiel Mai, Juni 2017, Juli 2017. In der Ausgabe September 2017 schaltete die FPÖ vier Inserate, eines mit dem FPÖ-Obmann Strache,
eines mit dem oberösterreichischen Obmann der FPÖ Heimburger, natürlich alles Burschenschafter, eines mit Strache und Heimbuchner gemeinsam, sowie ein Inserat des FPÖ-Bildungsinstituts. Die Aula unterstützte die FPÖ in dieser Ausgabe mit 2 Doppelseiten, Interviews mit Strache und Heimbuchner. Darüber hinaus wurde Heimbuchner die Gelegenheit gegeben, einen Leitartikel zu verfassen. Auch im Jahr 2016 schaltete die FPÖ massenhaft Inserate in der Aula. Die Aula drückte 6 Beiträge durch FPÖ-Funktionäre und 5 Interviews mit FPÖ-Politikern, darunter gleich 3 Interviews mit Strache. In einem offenen Brief schreibt der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, Sie wissen ja, dass alle Fraktionen der Kultusgemeinde einstimmig beschlossen haben, keine Kontakte mit FPÖ-Ministern. Und er schreibt, wenn sich der nationalistische Wolf einen blauen Schafpelz überzieht, ändert er sein Wesen nicht, nur das Aussehen. Und deshalb zum Schluss die Warnung von Bert Brecht in dem Stück Aufstieg des Arturo Uy. Denken wir darüber nach. Ihr aber lernet und handelt, statt zu reden. Sowas hätte einen fast die Welt regiert. Die Völker wurden seiner Herr. Jedoch, dass keiner uns zu früh da triumphiert. Der Schoß ist fruchtbar noch aus dem, was kroch. Ja, lass uns da rein.